Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diese Row wird Ihr Leben verändern. Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Sendung und stelle Ihnen erstmal meine bezaubernde Assistentin vor, die Spermel Liesel. Und hier ist unser Gastgeber, Spermel Michael. Spermel Liesel, was hast du wieder Neues vom Spermel für unsere Zuschauer bekommen, was sie für 0 Euro unter dieser Telefonnummer, die wir hier eingeblendet haben, erwerben können? Das ist unglaublich. Möchtest du uns zeigen, was du unglaublich hast? Ja, ich möchte. Mein Herz zerspringt in meiner Bluse. Okay, bevor mein Herz in meiner Bluse zerspringt, dann fang doch einfach direkt an und zeig uns, was wir heute erwerben können. Okay, so, ich fange an mit dem ultimativen Käsehobel hier. Hiermit kannst du den Käse hobeln. Und ich habe noch nie so etwas Geiles auf dem Spermel gefunden. Ich kann das nicht glauben. Wahnsinn, ist das ein Käsehobel? Ja, und dazu, da kommt noch etwas obendrauf. Egal, was du jetzt sagst, Michael, wir haben keine Zeit. Rufen Sie direkt an, wenn Sie jetzt bestellen für diesen Käsehobel. Für 0 Euro bekommen Sie noch... Dieses Käsemesser obendrauf, es ist so scharf, dass es Haare spalten kann, ja. Und es macht den ultimativen Käse einfach schön in Scheibchen. Wunderbar. Sie können auch eine Flasche damit öffnen, wenn Sie keinen Käse zur Hand haben. Das kann ich. Wenn ich so ein Käsemesser gehabt hätte, hätte ich heute Morgen auf meinem Käsebrot besseren Käse haben können. Oh ja, viel dünner, ja, da kann man durchgucken. Aber da kommt noch was obendrauf. Das ist noch nicht alles, was wir von unseren Kunden anzubieten haben. Wir haben etwas ganz Krasses. Eine Knoblauchpresse? Eine Knoblauchpresse. Sie hat eine Knoblauchpresse. Ich kann das nicht glauben. Das ist unglaublich. Sie sieht aus wie neu. Wer schmeißt solche Sachen weg? Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber es ist mein Glück. Aber jetzt kommt noch ein Riesengeheimnis. Wir haben gleich eine Anruferin hier. Aber bevor wir sie reinnehmen, muss ich noch eine Sache erklären. Schauen Sie sich diese Krawatte an. Diese Krawatte habe ich heute Morgen angemalt. Und wissen Sie, womit ich diese Krawatte so schön angemalt habe? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Erzähl es mir, verdammt. Du hast doch selber hier diese ganzen Seidenmalereifarben von dem Seidenmalereifarben. Damit können Sie eine solche schöne Krawatte anmalen. Da steht drauf. Die sieht unheimlich seriös im Fernsehen. Wir sind im Fernsehen. Weißt du, was sie kostet? Dauerwerbesendung. Weißt du, was ein Ding kostet? 6,95 steht drauf. Noch D-Mark-Preise. Oh mein Gott. So, das sind 3 Euro. Und ein paar zerquetschte. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Aber es ist teuer und diese Dinger sind halb voll. So, du kannst tausende von Tüchern bemalen, oder? Sie sind nicht halb leer, sondern sie sind halb voll. Verstehst du? Aber natürlich. Aber wir sollten jetzt, glaube ich, ich habe gehört von der Regie, dass Miriam von dem Hashtag unverschuldet oh mein Gott. Im Telefon Wahnsinn. Ist. Und wir können sie jetzt mit reinnehmen. Ich glaube, sie war schon mal Kundin bei uns. Und was hat sie zu uns zu sagen? Miriam, was möchtest du uns mitteilen? Hallo ihr zwei, gerne teile ich meine Erfahrungen mit euch, aber einen Moment mal, das glaubt doch eh kein Mensch, also von daher mal zurück zum Ernst. Ich war gestern unterwegs und bin tatsächlich an so einem Haufen Sperrmüll vorbeigefahren mit dem Fahrrad und da standen so ein paar Plastikkübel für Pflanzen und ich dachte, hey, das ist ja voll praktisch, ich wollte eh welche kaufen, da ich Bock habe jetzt im Sommer selber Gemüse anzupflanzen und die sind einfach total teuer und völlig unnötig teuer. Und dann dachte ich mir so, geil, stehen hier, nehme ich mit, kosten nichts. Und dann, wenn ich schon mal da stehe, da war ein riesen Haufen Zeug und ich dachte, guckst du mal durch, was da überall so ist, in diesen ganzen Tüten, die da rumstehen. Habe eine nach der anderen aufgemacht, fand es ein bisschen komisch, weil ich dachte so, was denken jetzt die Leute über mich? Aber dann dachte ich so, scheiß drauf, die denken da jetzt 5 Sekunden drüber nach und dann ist denen das eh egal, wenn ich die Sachen mitgenommen habe, also mache ich einfach weiter. Und was ich da gefunden habe, hat mich echt mega erstaunt und motiviert weiterzusuchen, weil da waren einfach so viele Sachen, die richtig gut noch in Schuss waren, die... Ich verstehe nicht, warum man die wegschmeißt. Und dann habe ich den einfach mitgenommen und habe mich mega gefreut, dass ich eigentlich nichts dafür bezahlen musste. Richtig cool. Also, wenn ihr auch so Schnäppchen machen wollt, dann Augen auf, denn das Geld liegt auf der Straße. So, ihr seht, Augen auf beim Sperrmüllkauf. Und dann findet ihr vielleicht sogar noch diesen Eierschneider. Eierschneider. Ja? So, das heißt, jetzt schnell anrufen oder sofort auf den Sperrmüll gehen und dann zeigt uns, was ihr gefunden habt. Wir haben gefunden, auf dem Heimweg beim Sperrmüll, diesen Eierschneider, dieses Käsemesser, diesen Käsehobel, die Knoblauchpresse, eine schöne Schale, 2 Teller, Blumenkästen und auch noch diese Seidenfarben für meine Krawatte, die vorher ganz anders aussah, nämlich in schönen amerikanischen Farben. Und auf diesen Krawatten kann man Männer auch gut abschleppen. Oh, da kann man abgeschleppt werden von der Sperrmüllliste. Also, danke fürs Zuhören. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, dieser Müll wird Ihr Leben verändern.
So Leute, das war's jetzt mit der Dauerwerbesendung. Jetzt nochmal ganz im Ernst. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ihr richtig Kohle sparen könnt. Zum Beispiel in dem Video da drüben könnt ihr euch angucken, wie man auf dem Flohmarkt das eine oder andere Schnäppchen ergattern kann. Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Mal gucken, wo es einblenden. Auch wie man 200 Euro im Jahr sparen kann beim Lebensmitteleinkauf. Mhm. Genau. Und ansonsten sind wir gespannt auf eure Erfahrungen. Oh ja, schreibt uns. Oder abonniert uns. Leitet. Daumen hoch.